Hocker vom Hocker Star Wars. Hey, grüß dich, hey, gib mir 5. Hey, ich grüße euch, Buff. Ja, alles klar. Ah, Community, 5. Ja, Star Wars. Star Wars Community. Nee, alles nicht mehr, so ein Scheiß da. Nee, ist nicht. Wir bleiben locker vom Hocker Star Wars. Locker vom Hocker Star Wars, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr werdet sie genauso verarscht wie nebenan auch. Kommen Sie rein, bleiben Sie sattlich. Ja. Wir machen das natürlich ein bisschen lockerer, wir beide. Nee. C3PO, ja, und Han Solo. So, nicht mein Han Solo. Genau, ist nicht mein Han Solo. Das sagst du, aber ich sag, das ist mein Han Solo. Ich bin nämlich Disney-Kanon, ich liebe Disney. Die Disney ist super, Mickey Mouse und so. Ja. Ja, du hast ihn dir auch vorhin angeguckt? Ja. Ich hatte zwar gesagt, ich hätte gern die Version Black Serie. Die Black Serie ist nicht gekommen, sondern Force Link 2.0. Dann gab es ja Streitgespräche wegen Enfys Nest. Richtig, man hat mir diese Version geschickt, auch nicht, das ist auch richtig. Man hat mir also auch nicht die Black Serie geschickt. So, sind wir beim Kerman-Thema. Und zwar haten, loven, nee, Quatsch, love. Hate, hate, love. Wir sind bei Kerlmann-Tin, du hast auch gemerkt, wie die Post abgehen. Ey. Ja, Leco der, funny. Oh, Leco funny. Da wurde der Admin, also meiner einer, wurde da richtig zur Sau gemacht. Warum spreche ich auch immer in dritter Person? Spreche ich in dritter Person? Meiner einer ist dritte Person? Nee, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht, ne? Deswegen heißt die Sendung hier Locker vom Hocker. Ja, die Schnauze voll von der düsteren Szenerie. Gut, Star Wars ist halt düster, ganz düster. Teilweise. Teilweise, ja, die ganzen Schiss, ne? Aber war da nur minimal Schiss. Okay, Anakin ist zu einem Lord geworden. Das. Ne? So, bei uns gibt es da natürlich auch Fanservice. Fanservice heißt, wir sind alle Fans. Normale Fans. Ja, ich leider nicht, aber ja, ich bin nicht normal. Ja, warum? Okay, nein, nein, stopp. Warum bin ich nicht normal? Ich muss da was aufklären. Richtig, ihr wisst, das ist eine Firma. Ihr wisst, dass ich der Admin bin. Ihr wisst, dass ich mit Profis arbeite, Vollprofis arbeite. Und jetzt, ich muss so tun, als ob ich von nichts Ahnung habe. Das nehmt ihr mir nicht ab. Und das ist richtig so. Das dürft ihr mir auch nicht abnehmen, dass ich von nichts Ahnung habe. Aber ich möchte mich einfach entschuldigen, dass wir eine neue Sendung machen. Locker vom Hocker hier. Star Wars locker vom Hocker. Wir wollen wirklich ganz lustig sein, denn wir werden nicht gesponsert von Funk, ARD, ZDF. Wir werden nicht gesponsert von diesen Wahnsinnsfirmen. Wir müssen, beziehungsweise ich, muss alles kaufen, um das hier in die Hand zu nehmen, ihm in die Hand zu geben, damit er damit rumspielen kann. Ich nehme mir das hier in die Hand. Das muss ich auch bitterböse bezahlen. Die Firma Amazon hat für diese Sendung, damit ich diese Sendung machen kann, mal eben locker 500 Euro gekriegt. Klarstellen. Ich muss das bezahlen, um eine Sendung zu machen. Und wenn ich dann mal ausraste, sauer werde, wenn es 1000 Kanäle gibt, gesponsert, und ihr glaubt denen auch alles, und ihr äfft denen auch noch nach, ihr sprecht denen sogar nach, ihr gehorcht diesen 1000 Kanälen von YouTube. Und das Allerschlimmste war, deswegen war ich so sauer geworden, dass ihr alles glaubt, was da gewisse Kanäle erzählen, die von ARD, ZDF gesponsert werden, von unseren Rundfunkgebühren. So, ich wollte einfach eine lustige Sendung machen, weißt du? Und jetzt macht, nein, jetzt machen wir das. Wir beide machen das. 3PO und Han Solo für Arme. ja, hast du schon mal Han Solo so einen Typen gesehen? Bestimmt nicht, ich auch nicht. So, wir wollen uns natürlich über Produkte unterhalten, die uns angeboten werden. Um aber über Produkte zu sprechen, du hast ja vollkommen recht, wenn du unten drunter schreibst, das ist aber nicht Black Serie. Natürlich ist es nicht Black Serie. Man hat, ja. Steht drauf Force Link. Steht drauf Force Link. Ja. Aber ich habe Black Serie bestellt. Das kommt nächsten Monat. Ja, kommt erst nächsten Monat. Ja. Nein, das Problem ist, man will eine lustige Sendung machen. Und dann geht das Gezänke da los, ja. In der anderen Sendung, wo wir zu dritt waren, da habe ich halt, ihr seht, er ist jetzt ruhig. Ja. Sag doch mal was. Ja, ich meine ja nur, okay. Ich hatte es versucht, wie gesagt, wir machen nur noch zu zweit. Punkt ist, keine Lust, mich da zu ärgern.
Und ich entschuldige mich auch ziemlich, und das kriegt auch derjenige, welche kriegt ein Spezialvideo, wo ich mich entschuldige. Aber wie gesagt, es geht nicht. Wir haben ein Riesenproblem. Ich komme nur mal aus der Branche Film, da geht das alles nicht. So, du hast ja auch gerade, ich habe ja auch gerade alles, ich habe auch diese komische 8 Minuten 16. Hast du dich angesprochen gefühlt? Ja. Ich habe von Laien gesprochen und alles. Du hast ja praktisch für die Allgemeinheit gesprochen. Ja, habe ich auch. Ja. Ja, und warum habe ich das gemacht? Weil so viele aus der Community da waren. Es war aber kein Profi da, es waren ganz normale Menschen da, die ganz normal umgehen, die nachher zu mir sagten, ich sammle gar keine Püppchen. Du sammelst keine Püppchen, er sammelt keine Püppchen. Ja, warum kaufe ich denn dann die ganzen Püppchen ein? Ne? Ja, ist klar. Okay, ich habe es natürlich eingekauft, laufende Kamera. Ihr hört ja auch meine Worte, ich weiß ja jetzt Bescheid, dass ihr mir zuhört. Alle, die mir zuhören, mit den Produkten. Wie gesagt, die habe ich gekauft für die Sendung. Was ich daraus mache, weiß ich noch nicht. Irgendwie ein Späßchen oder so. Im Notfall werden die eingestampft und weg. Firmen sind so. War schon immer so, wirklich. Wird in so ein Schreiber. Ja, ist aber so. Ist ganz, deswegen sind auch viele Firmen pleite, weil die so gearbeitet haben. Karstadt zum Beispiel. Die haben sowas, palettenweise, nicht verkauft, kein gegeben, das wurde vernichtet. Kein Scherz, ich wurde alles schon vernichtet. Oder Mediamarkt mit dem ganzen Fernseher, wird vernichtet. Aber so locker vom Locker, wie gesagt. Lebensmittel genauso. Ja. Einfach. Nein, wir haben eine merkwürdige Gesellschaft. Okay, wir produzieren ja auch für mehr. Nicht für einen, sondern direkt für 12. Ja, ja, der eine könnte 12 mal kaufen. So viel wird produziert. Aber das hat jetzt nicht gesagt. Ja, doch, das ist bei Star Wars genauso. So, wir haben uns jetzt entschieden, von laufender Kamera einen Disney-Kanon. Sollen wir jetzt für Disney da in die Bresche springen? Oder sollen wir wie alle anderen diese 41 Jahre Kanon, Legends und den ganzen. Wir lassen alles zu. Oh, in der Sendung alles zu. Ihr dürft ja alles. Ein Wort. Ja, also derjenige, der Raven mit W schreibt, der weiß jetzt Bescheid. Das ist nämlich so ein Troll da, Junge aus Duisburg, aber egal. Ja, ich habe auch Trolls. Ich habe auch Schreibmaschinenmäuse, die da ticken. Ja, da rein. Du hast verlaubt, der Kamera hat aber gesagt. Deswegen mache ich jetzt die lustige Sendung, weil ich gesehen habe, ihr hört ja doch zu. Nein, die hören doch zu. Und durch diese Texturen, die dir manchmal da drunter hauen, ey du, ne, der Typ da mit der Super 8 Kamera, da wusste ich direkt Bescheid, er hat also den Text, nein, er hat gesagt, dass wir früher alles gemacht haben. So, dann wie so. Also, wie gesagt, ich mach das, da wir eine Hassgesellschaft haben, müssen wir auch eine Hasssendung machen, weil wir müssen ja in den Trend mitgehen. Verstehst du? Du meinst, das würde was bringen. Pff, ist doch scheißegal, ist doch Hass, ey, Hass bringt doch nichts, aber. Also wenn die Frankfurter Allgemeine schon schreit mit Yoda, AfD, was war das? AfD, Rassismus und Islam, verstehst du, mit Yoda? Also, ja, was hat Yoda damit zu tun? Was hat Yoda? Ja, aber ich gerade sagen, wir bleiben doch beim Film, ey. Ne, beim Film bleiben wir. Ja, also die ganzen Hasser, die ganzen Liebenden, ihr seid alle da. So, wir bleiben hier bei der Genre 1 bis 3. Wir bleiben bei dem Genre 4 bis 6, so, wenn ich ganz ehrlich bin, ich dann, ah ja, das war ja, also ich muss ja vorsichtig umgehen, ist mir aufgefallen. Ich habe ja von den Ferienboys gesprochen. Ich nehme jetzt die alte Sendung auseinander, da waren wir noch zu dritt, wie das so ist, wir sind nur zu zweit. Ich hätte auch mit 10 anfangen können, 10 kleine Negerlein, da. Na, so ungefähr ist das jetzt hier auch, jetzt sind wir bei 2 angekommen, da. Verstehst du, was ich meine? Ist nicht schlimm. Ist halt passiert, ich mag ihn auch und er mag mich auch und dann ist das in Ordnung, ne? Was war das? Zwei Brüder, warme Brüder sind wir nicht, aber gute Brüder sind wir. Irgendwann so ein Spruch war da, ne? Den gibt es ja, ne? Also sind sie jetzt Brüder, aber nicht warm, sondern nur vor der Kamera. Da wird uns warm. Dann ist aber immer so, weil, nein, wir haben Speziallichter, wir haben Speziallichter hier. Da kann nichts passieren. Ne, draußen ist es warm und deswegen schwitzen wir. Ist halt so, wir haben irgendwie Sommer. Wie gesagt, hier so locker vom Hocker über Star Wars reden. Ach, so einfach, ich meine, es geht ja schon gemerkt, Star Wars ist ja heute nicht mehr... Star Wars. Der Lack ist ab. Ich dachte, der wäre nicht, aber der ist ab. Sagen wir mal so, der Hype von, was damals vor 40 Jahren war, der ist ja heute nur noch teilweise da. Der ist ja fast weg, könnte sein. Ja, aber nur weil das wirtschaftlich gedacht wird. So, die nehmen die Filme wirklich auseinander. Hast du gesehen? 8, 16 habe ich gesagt, die Laien. Ja. Und schon hat jemand das auf sich gemünzt. Ich habe weder den Namen, habt ihr den Namen genannt, sei ehrlich. Ja. Ich habe keinen Namen, nichts genannt. Ich habe nur gesagt, die Laien, die da waren, das war so halt stumm. Ne? Ich habe einfach nur improvisiert, so wie ich jetzt auch. Ich habe
Das ist jetzt die erste Sendung, die ist improvisiert. Wir haben kein Skript. Wir haben jetzt. Nein, er muss loslegen, ich muss loslegen. Dass ich dir immer noch die Style-Vorgabe gebe, ist, ne, gibst du selber zu, du hast das noch nie gemacht. Ich bin noch Neuling. Ja, aber dir macht es Spaß. Ja. Du bist zum ersten Mal in der lockeren Star Wars-Gemeinschaft. Verstehe? Yeah, in der lockeren Star Wars-Gemeinschaft. Und das ist nicht so einfach, weil das da gar nicht so locker ist. Star Wars überhaupt nicht locker. Das ist alles strukturiert. Wie das dürften wir hier nicht tun, wenn wir 501er wären. Ich will nicht in irgendwelchen Richtlinien. Ich will nicht in irgendwelchen Jediismus, Sithismus, also in irgendwelchen Kirchengruppen. Ja? Star Wars, Gemeinde, Ich will auch nicht in irgendwelchen Sachen rein, wo ich Geld mitbringen muss und mich dann unterwerfen muss. So, hier bringen wir kein Geld mit, wir bringen euch Spaß mit. Wir versuchen es. Wir versuchen es, alte Geschichte. Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe, also ich gebe Geld aus, um uns Mühe zu geben, damit ihr was zu lachen habt. Ja, ist so. Die anderen, guck mal, die anderen werden gesponsert von unseren Geldern, Gebührengeldern, ja, Funk nennt sich das. Das sind 50 Kanäle mit ausgewählten Leuten, die euch da erstklassige Sachen erzählen, die so tun, als ob, die haben nämlich die ganzen Rechte. So, unser eins muss die Rechte sich besorgen aus dem Free-Net, also freiem Netz, also das darfst du haben. Ja, GEMA-freie Musik und, also es ist echt Arbeit, also hier ist echt Arbeit. Die anderen haben die Lizenz, können da machen, was sie wollen und die schwelgen auch, die haben super Studios, sieht super aus, haben die besten Klamotten, haben das Allerneueste schon, ja. Ja, die haben auch das nötige Kleingeld. Ja, nicht nur das, so, Star Wars Show zum Beispiel. Ist so eine tolle Show, die haben tolle Leute, die das auch toll können, gehören auch direkt zu Star Wars, sind direkt im Büro von Star Wars. Das stimmt. Und können da alles machen. Die können Resistance vorstellen, die konnten so Rebels vorstellen, weil das ja nur was da ist. Und die waren live am roten Teppich, als der neue Solo-Film. Ja, die, okay. Die Star Wars Show gehört zu Disney und die haben das ins Leben gerufen, die haben jetzt die Star, also the Star Wars Show. Und viele verfolgen die auch und was die sagen, ist amtlich. Ja. So, wenn die sagen, Han Solo kommt, dann kommt Han Solo, Punkt. Wenn die sagen, The Resistance kommt, dann kommt das. Wenn The Rebels kommt, kommt das, Feierabend. Die machen auch Show und so weiter, die haben die Leute eingeladen. Ich hätte das alles mal verfolgt, das waren sie schön. Also Han Solo, ich hätte das alles verfolgt. Okay, mir ist aufgefallen, die haben dieses Jahr nun mal nichts gemacht. 2015 haben die uns geheilt und ich habe direkt geschmunzelt. Die haben uns alle wieder angefixt, weil plötzlich alle Leute, das wusste ich sofort. Okay, ich bin vom Fach und ich merke, wenn mir einer da mir was hinstellt, weiß ich, worum es geht. So, er möchte gerne dich animieren, dass du das hier kaufst. Dann wird das ganz geschickt gemacht. Wenn du dir jetzt die neue Hasbro-Serie anguckst, oder die Hasbro-Ding ist wieder Kenne da mit seinem Lichtschwert durch die Gegend, warum wohl? Um euch wieder Lichtschwerter zu verkaufen. So. Ja, also in Wahrheit geht es ja nur ums Geld. So, uns beiden geht es jetzt um Spaß. Einfach nur reiner Spaß. Ja, aber sag doch mal ehrlich, wie können wir jetzt diesen Leuten, die jetzt hier zuschauen, Spaß vermitteln? In dem, was wir bleiben, wie wir sind. Ja, da bleiben wir ja sowieso. Nein, das Problem ist ja, ich habe niemanden angegriffen. Weder bewusst oder unbewusst. Ich habe auch nicht gezielt die Leute angegriffen. Ich habe auch nicht gezielt irgendwas gemacht, sondern ich habe eine Show gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute noch niemals wissen, was eine Show ist. Sie wissen noch niemals, was eine Sendung ist. Sie nehmen es persönlich. Ja. Ich finde das irre. Das darf man nicht. Also Wetten, das habe ich noch nie persönlich genommen, weil der davon Mist gebaut hat. Ist mir egal. Mir ist nur aufgefallen, dass die DDR 2.0 die BRD 2.0 übernommen hat. Weil der erste war nämlich einer von der DDR. Um das mal klarzustellen. So ungefähr. Also, was sehe ich? Ich sehe 1 Promille Schwachsinn. Aber diese gewissen Medien machen daraus 300%. Und so wird mein geliebtes Star Wars angegriffen. Weil mein geliebtes Star Wars angegriffen wird, mache ich natürlich jetzt hier eine spaßige Sendung. Star Wars locker vom Hocker. Und nur wie Ball. Ja. So. Und wenn ich mal sage, die haben nichts gesagt, die waren da stumm, das meinte ich nicht böse, weil ich mache jetzt einen Schnitt. In der Wohnzimmersendung waren ganz, ganz viele hier. Das hier ist aber nicht die Wohnzimmersendung, sondern
Star Wars Locker vom Hocker. Und nur wir beide werdet ihr das sehen. Ich werde auch keinen mehr einladen. Ich werde auch keine Zusprüche mehr machen. Weil das ist mein Geld, meine Zeit. Und die Leute werden beschenkt. Die sitzen hier nicht umsonst rum. Das ist halt so. Nur die anderen, die werden richtig bezahlt. Wenn du eine Sendung siehst, hart oder fair, da kriegt jeder, der da sitzt, 500 Euro. Maischberger und so weiter kriegen 500 Euro, ist kein Scherz. Frau Merkel kriegt ein bisschen mehr. Ja, 600. Nee, kriegt schon ein bisschen mehr. Ist auch Spaß. Nein, die kriegen alle Geld. So, wenn du die 4-5 Mal siehst, in den ganzen Sendungen, haben die mal eben bis zu 2000 Euro verdient. Und was? Nein, was hast du dann davon? Du regst dich auf, was der AfD-Typ da dauernd sagt, was die Linke da dauernd von sich gibt, was Herr Lindner dauernd von sich gibt, Herr Söder dauernd von sich gibt. Und ihr schaut das, ihr hört euch das zigtausendmal an und die Leute lachen sich kaputt, kriegen 500 Euro Scheine da und haben da alles frei, trinkenfrei, sogar hotelfrei. Und essen. Ja, klar. So, und hallo, unser einen strampelt sich hier ab, um eine freudige Sendung zu machen. Nicht nur zu zeigen, dass er es kann, ja, versucht irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Natürlich erstmal negativ, habe ich ja gerade gesagt. Ich liebe erstmal die Trolls. Ne? Also die liebe ich, ich finde die unheimlich knuffig, weil die hauen die ja voll in die Fresse. Weil sie sind locker vom Hocker da, diese kleinen Buschmännchen da mit der Kohle da. Weil sie sehen dich, buff, ne? Ich finde das geil. Ne? Ist klar, es tut weh. Ich kann nicht immer darüber lachen. Ist klar, die Wunden müssen auch genäht werden. Ist klar, die gehen nämlich tief in die Seele. Ja, ist so, das sind die Nerdys. Ja, ich kann alles besser, was auch besser. Ich weiß, nein, das sind tolle Typen. Nein, das sind tolle Typen. Du hast doch den Film doch selber gesehen. Okay, der ist 2009 gedreht worden. Aber der. Nein, den nicht. Oh, du musst vorsichtig sein, wenn du sprichst. Oh. Ich meine, wenn die Kamera aus ist, kannst du hier reden, wie du willst. Aber sobald die Kamera läuft, nicht. Also, der Film ist 2009 gedreht worden, aber der Film selber soll 1998 darstellen. Da hat er sich ein paar Jahre verflogen. Nee, falsch, okay. Dieser Film ist im Jahr 2018 gemacht worden und soll aber dann die alte Sache vor 41, verstehst du, was ich meine? Ja, so, aber das ist doch... Ist doch scheißegal, der ist jetzt, also wir produzieren jetzt, wollen aber zurück in 77, 98, / Rhabarberkirchen. Das verstehen die nicht. Die gucken aufs Datum, kann nicht sein, der ist 2009 gedreht worden. Also alles, was du von dir gibst, hat keinen Plan. Ich habe den Film gesehen, der soll 98 spielen. Darum geht's. Der Film soll von 98 gehen. Dann wird ja auch in dem Film erklärt. Nee, falsch, bitte nicht, gar nicht wird erklärt, geht ja sofort los. Da wird doch nichts erklärt, dass er in 98 gedreht wurde, sondern die Taten so, als wäre das Jahr 98. Die, ja? Okay. Ja, war so. Ja? Und nachher, nein, ist klar. Wie gesagt, er ist im Jahr 2009 gedreht worden, die Fanboys, ist richtig. Sollte aber 98 darstellen, sollten die Nerds darstellen, dass sie als kleine Kinder das schon wollten, in die Range einsteigen, ne, und so. Und haben sie auch nachher gemacht. Ich fand aber nur stark, wie man das in Szene gesetzt hat. Dass man wirklich, dass sogar die Schauspieler mitgemacht haben. Carrie Fisher als Ärztin. Ja, wunderte mich ja selber. So, und dann, Han Solo wollte ich schon sagen. Nee, der war nicht dabei. Lando Carissia war dabei, als Richter da war, ne? Und dann die alte Geschichte, die erste Sache, womit George Lucas groß geworden ist mit diesen Polizisten und nachher wieder die Maske ab, war ja wieder Darth Maul da. Und er kämpft ja wieder da, ne? Ich meine, er hat ja immer die gleichen Ausfallschritte. Und wenn einer des Schauspielers Ausfallschritte mittlerweile kennt, könnte er ihn auch überrumpeln. Ist so. Weil er kommt immer gleich. Darth Maul kommt immer gleich und deswegen ist er auch nachher bei Rebels gestorben, weil Obi-Wan Kenobi es ja wusste. Ne? Er kam ja wieder mit dem Schritt und hat Obi-Wan Kenobi gesagt, bam, und dann ist er natürlich gestorben. So, jetzt haben wir es. Deswegen locker vom Hocker. Wie soll ein normaler Mensch, sprich von wirklich normalen Menschen, die ins Kino gehen, sich einen Film anschauen, verstehen die Zusammenhänge? Zwischen 7 und 6 klaffen 30 Jahre. Das ist lange Zeit. Und wenn ich da so durchs Netz gehe, sehe ich, was steht denn da? Da steht, ich komme nicht klar. Toll. Soll ich ihn jetzt antworten oder soll ich nicht antworten? So, der eine kommt nicht klar, der kommt nicht klar, ne? Der eine, das ist nicht mein Darth Vader, wie sieht der denn aus? Dass der jetzt 66 Jahre alt ist, ist klar. Dass der jetzt so aussieht, der Luke Skywalker, ne? Ist klar. Das ist nicht mehr mein Luke, flippen die dann aus und so. So, das Problem für mich persönlich ist ja,
Also als Admin wollte ich immer sagen, komm, die Wogen letten und so. Aber als Admin bin ich ja leider auch verpflichtet, in der Community so ein bisschen... Ein bisschen Pep reinzubringen und zu sagen, ey Leute, ich kann ja nicht immer aufpassen. Ich habe auch viel zu tun. Vorhin das Streitgespräch mit dem jungen Mann, da habe ich ihm auch erklärt, ich bin hier am Arbeiten. Ich gebe dir natürlich Antwort, weil ich ein fairer Mensch bin, aber bei der Arbeit. Das heißt also, ich muss erstmal der Kunde ist für mich ist immer primär. Ja. Und das Netz ist für mich sekundär. Und ich bin kein Netz-Nerd. Ich renne auch nicht im Netz rum. Ich lebe nicht mit dem Netz. Ich war nur halt daran beschäftigt seit 1979, wie die Pixelväter da den Bock drauf hatten. Die haben sich auch kaputt gelacht, wie das abgegangen ist. Mit den ganzen Computern und Spiele und ach, herrlich, war halt so. Ich bin natürlich auch in den 3D, weil ich liebe 3D. Das dachte ich. Ja, so, und das geht auch so langsam kaputt. Ist natürlich schon alle, die im 3D-Modus sind, es gibt natürlich Gruppen, die geschlossen sind, wie die 3D-Gruppe und Kanon-Gruppe, Legends-Gruppe, französische Gruppe, mexikanische, die sind alle dicht. So, trotzdem, ich bin überall drin und unterhalte mich mit denen und versuche so gut mit denen zu unterhalten, weil ich ja natürlich Google übersetze. Mancher ist natürlich grottenschlecht, weil Google da übersetzt, aber ich komme wenigstens dahinter. So. Weiter. Ja, ich komme sehr gut weiter. Dann bin ich plötzlich da und schreibe das auch und dann schreibt einer sofort drunter, nee, der ist ja cool. Ich kann doch nichts dafür, dass die französische Gruppe anders heißt, wie das Bild darstellt. Ich schreibe ja auch drunter, dass mir das Bild gefällt, weil der Künstler so schön arbeitet. Also darum geht's. Du kannst also nicht mehr, das finde ich so traurig, eine lockere Sendung machen. Du wirst in deiner Meinung nicht so eingeschränkt. Richtig. Die Schränke, deswegen meine ich ja, ich habe ja was dagegen. Meine Meinung ist meine Meinung und die bleibt. Das ist meine Meinung, da stehe ich auch gerade für, auch öffentlich. So, ich sage es öffentlich, meine Meinung, ich mag es nicht, zensiert zu werden. Laut Grundrecht steht, eine Zensur findet nicht statt. So bin ich groß geworden. So, und jetzt auf einmal sehe ich nur noch Zensur. Ich soll einen Monat schweigen, sonst spoilere ich. Stutze. Kunden kommen rein, warst du schon im Film? Dann darf ich nur noch sagen, ja oder nein. Nein, die sagen sofort, spoiler mich nicht vor, ich war noch nicht drin. Ich wollte nur wissen, ob du schon drin warst. Ich muss mich erstmal an diese neuartige Unterhaltung gewöhnen. Das ist nicht so leicht für mich. Ja, ich bin ja kein Kind mehr. Ich bin nicht mehr im Kindergarten, ich bin nicht mehr in der Schule. Ich bin auch kein Auszubildender mehr, weil das ist ein Volk dann für sich und die machen das. Ja, ist doch so, oder? Ja, stimmt. So, ich baue Firmen etc., ich habe ganz andere Probleme. So. Ich hatte heute, wie gesagt, so einen Pork, der Pork kennt er, lecker, yum, yum. So, und der brauchte da Sachen. Die mussten fotografiert, gemacht und getan werden. Ja, ist halt so. Das ist eine andere Dimension. An sich, Star Wars sollte mir am allerwertesten vorbeigehen. Ich bin nicht Star Wars. Ja. Ich bin Luca vom Podcast Star Wars. Ja, ist so. Ich will eine spaßige Sendung haben. Ich werde genauso beschissen wie ihr auch. Das Ding habe ich gekauft, wollte Black Series. Hab das gekriegt. Ich wollte Black Series, hab das gekriegt. Natürlich, vielleicht bin ich auch naiv, aber es geht ja um die Sendung. Ja, ich habe es ja jetzt. Ich habe ja was in der Hand und kann es euch zeigen, weil die anderen Sendungen wollen ja, dass ihr das kauft. Die haben immer alles, sind präzise. Aber wir wollen ja nichts verkaufen. Deswegen, wir wollen Spaß haben. Und meine, hat der andere Kollege da auch gemerkt, dass ich nur Spaß haben wollte. Ich weiß ja nicht, was er davor hatte. Vielleicht wollte er irgendwas verkaufen, ich weiß es nicht. Ich will nichts verkaufen. Ich will auch nicht mich verkaufen. Nö, das ist nicht so einfach, merkst du das? Ich spiele. Ich mache das jetzt wie im Kino. Ich bin jetzt Regie. I am the producer. Jawohl, bin ich wirklich. Ich bin wirklich der Producer. Ich produziere jetzt diese Sendung. Locker vom Hocker. Star Wars locker vom Hocker. Weil dann, da musst du nämlich auch drauf aufpassen. Um etwas zu verkaufen in der Marketingstrategie, muss man halt ja alles so formieren, dass sie Lust haben. Die stolpern ja erstmal über den, ey, wie, was? Na, und dann gucken die mal. Dann hast du es schon. Das ist halt, boah, ey, Leute, Filme machen ist ein knallhartes Gewerbe. Du musst wirklich Stolperfallen machen, dass die Leute haben, stopp mal, was ist denn da? Umso blöder du rüberkommst, umso besser wird's. Ich habe mal diese Wohnzimmersendung gemacht. Ja. Da hast du ja gesehen, was da abgegangen sind. Ja, da habe ich da hingesetzt und habe ich aber nicht gemerkt. Das war unabsichtlich. Ich nahm an, hinter mir ist scharf. Aber die Kamera, die LG, kam mit dem Sony-Gerät nicht klar. Und dann sah das aus wie Raubkopie.
Das habe ich verstehe. Ja, so, da ging das ja los. Der hat eine Rampe gegeben! Ja, bist du mal mutig! Und ich denke, was haben die denn jetzt, bis mir nach dem aufgefallen ist? Und deswegen ist mir auch vorhin aufgefallen, warum er so abgegangen ist wie ein Zäpfchen. Weil ich gesagt habe, ja, was kann ich dafür, wenn Laien und so. Ich habe an alle gedacht. Ich habe eine Community, ich bin der Admin. So, ich habe 1000 Laien. Das sind keine Vollprofis. Die Vollprofis, die rufen mich an und die wollen Geld dafür. Ist halt so. Das ist es ja. Ich arbeite mit völlig normalen Menschen. Ich bin auch ein völlig normaler Mensch, ist ja richtig. Aber ich habe eine Firma zu führen. Ich komme aus diesem Wahnsinnsgeschäft, was man Medien nennt. Und wenn dann die ganzen Schauspieler, gewisse Schauspieler, bang, bang, bing, bung und so weiter, ne, das klappt alles nicht mehr so, weil die auch ihr Alter haben. Da flippen die natürlich auch aus. Künstler sind manchmal so, die rasten halt so aus. Ja, Künstler, ja, ist, hallo, ist so. Wir haben in den ganzen Jahren Künstler gehabt, die ausgerastet sind. Wir tun nur jetzt die neuen Künstler leid, die jetzt bei Star Wars leiden müssen. Der Rassismus, ich weiß es nicht, ob es den wirklich gibt. Für mich ist das eine Seifenblase. Ach, Antifa, linksrum, rechtsrum, geradeaus, was weiß ich. Ich habe so viele nette Menschen hier. Jeglicher Couleur. Aus allen Himmelsrichtungen. Ehrenwort. Ich habe mich... Aus allen Schichten. Ja, das auch. Ja, aus allen Schichten, vor allen Dingen. So, und so schön, wie die da manchmal reden und auch unbedarft sind, ja, das macht so viel Spaß und das raff ich ja alles nicht. Ich meine, warum wollen wir uns am Hass aufreiben und uns kaputt machen? Und dann so dumme Sprüche, ja, Jola, weißt du, ne? Ah, die Allgemeine ist zu warm. Also ich bin Producer, ist ja wurscht. Ich bin auch was anderes. Ja, du sagst es. Okay, wir haben die Einleitung des Siehst du, nein, durch diese Spezialstühle könnten wir jetzt fliegen. Kommt aber an, wie ich das einbinde. Ja, okay, der quietscht ein bisschen. Der ist hier noch artig, der ist so ruhig. Der Turbolader. Der Turbolader. Ja, Star Wars, aber wir gleiten jetzt ab hier, wir fahren jetzt oder wir fliegen jetzt im Falken. Okay, sind wir wieder im Kern beim Thema da. Problem ist. So, locker vom Hocker, das nehmen die uns übel. Ist so. Ich habe mir jetzt angewöhnt, das ist keine Entschuldigungssendung oder so, ich bin immer noch so drauf. Ein Wort. Nur ich habe kapiert, dass man nicht mehr so locker sein darf. Ich werde in irgendwas reingezwängt, ich habe zu parieren. Ich habe zu sagen, es ist ein Überraschungsgast gekommen. Punkt. Ich darf nicht sagen, wer. Sicher ist das langweilig. Wenn du dich nicht mehr unterhalten darfst, ist das Leben langweilig. Aber sowas von. Ja, aber die Leute mögen es doch. Seh doch mal an, was sie da drunter schreiben. Diese Leute mögen Hass. Diese Leute mögen Troll sein. Sie mögen eine Maus sein, die da die zuscheißt. Ja, ist so. Bist du doof, was machst du da? Wut führt zu Hass. Ach, hör auf. Nein, das gibt's bei mir. Das ist ein Film, das ist Schwachsinn. Da kann ich doch nicht in die Realität über... Hallo? Nein. Irgendwie werden die Filme echt. Die rennen alle nur noch echt rum. Und wissen nicht, dass das ein Film ist. Dann wird irgendwas Marvel-mäßig. Da wird das auch noch. Marvel ist Marvel, DC ist DC, Punkt. Ja. Star Wars ist Star Wars, Ende. Aber nein! Verstehst du? Ja, verstehe ich schon. So. Die wünschen das. Ja, die wollen. Okay. Die wollen doch auch irgendwie Geld verdienen. So. Was machst du? Du bringst es ins Kino. Aber mach's vorher Werbung. Darum geht's ja nicht. Es geht um Geld verdienen. Punkt. Du bringst es ins Kino. Punkt. Problem ist nur wann? Spielt der Monat auch eine Rolle? Nee, spielt eine Rolle, wer vorher war. Wenn an dem Tag ein Blockbuster kommt, Avatar, hau mal an dem Tag im Jahre 2020 Avatar ins Kino. Zu Weihnachten. Avatar 2. Punkt. Und nimm dann mal Star Wars E9, sag ich mal, oder Obi-Wan Kenobi. Wo geht der Kunde jetzt rein? Weißt du, so viel Geld hat er, mal eben zweimal 19 Euro auszugeben? Warte. So, also, das ist es doch. Wann willst du, an sich müsste auch immer so ein Starttag. An dem Tag kommt der und der. Ja. Ein Monat später, an dem Tag kommt der und der. Richtig. So, nicht so ein heilloses Durcheinander. So, wenn die auf dem roten Teppich sind, prügeln die sich ja.
Der erste Avatar hat ja gesagt zu Star Wars, ist ja immer noch Platz 1 ungefähr. Ja. So, jetzt sind wir natürlich auch schon wieder reingerutscht. Es geht nur noch ums Materielle. Mir geht es um Spaß. Mir geht es um Spaß, wie Han Solo, jetzt könnt ihr selber nachdenken, wann das war, rannte wie so ein Weltmeister. So, Und wenn man guckt, ich weiß nicht, wie viele hundert Stone drüber da waren, er guckt und dann, rennt er wieder zurück. Und genau. Und dann das Geschrei immer von Chewbacca dabei. Das sind so Sachen, die ich an sich wollte. Ich wollte an sich darüber sprechen. So. Aber das ist doch, ich meine, das kennt doch jeder. Also habe ich mir gedacht, komm, lass uns über das Neue reden und dann kriegst du Prügel. Warst du schon drin? Ja? Spoiler mich nicht voll. Ich wollte nur wissen, ob du drin bist. Ja, aber warum fragt er dann erst? Richtig, darauf kam ich dann nachher. Wieso fragt er mich dann? Ey, denn immer, ich bin so wütend, ich habe sogar ein Schild mitgebracht. Da steht drauf, ich bin wütend. deswegen wird die Sendung neu gemacht, wie gesagt, locker vom Hocker. Wir machen Spaß, wir denken drüber nach, wir entschuldigen uns jeglicher Fehler, wir unterwerfen uns aber nicht dem Imperium, wir unterwerfen uns nicht der Ersten Ordnung, wir bleiben Rebellen und hoffen, dass viele sich anschließen, auch rebellisch werden und Lust drauf haben, Filme zu gucken, wie in alten Zeiten. Mama, ich war ja im Film immer, den muss ich dir erzählen. Das war so schön, die Mama hat dann zugehört. Was war denn das? Ne? So. Dann, ich habe gehört, du warst in einem Film. Jo, da musst du reingehen, aber ich sag dir, da geht die Post ab. Das hätte ich gern wieder zurück. Ich sehe jetzt wirklich nur noch, wenn ich ins Kino, ich hatte jetzt wirklich Glück gehabt, dass da mein Alter plötzlich auftauchte und dass der eine sagte, nichts gegen sie. Aber ja, nein, er wollte was Lockeres, hat er auch gut hingekriegt. Nichts gegen sie, aber nie sitzt eine junge Frau neben mir, wenn ich ins Kino gehe, sagt er. Ja, dann geht sie mal ins falsche Kino. Ja, in den falschen Film. Nee, waren ja auch junge Frauen da. Aber er hatte halt Pech, dass ich da gesessen habe. Das ist nichts, also, aber es hat Spaß gemacht, halt wirklich. Wir hatten so viel Spaß, weil das war zwischen 30, 55 auch so rum. Und wir hatten uns nachher über den Film und wieder der Überraschungsgast kam, haben uns angeguckt, waren erstaunt, was macht der denn da? Ne? Spielt das jetzt vor 1, vor 0 oder was? Ne? So, und dann kommen natürlich die Spezialisten, ich nenne sie ja nicht mehr Nerd, weil ich nenne sie jetzt Spezialisten. Die Fanboys kommen dann und sagen, das spielt dann 3 Jahre da, 4 Jahre da. Also kriegst du eine Analyse, wann das Spiel, wie das Spiel, Hammer. Du kriegst also wirklich den Film erstklassig sondiert, dargestellt, nummeriert und alles. Ja, das ist heute. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen, bin ja schließlich alt. Ich bin wirklich gewohnt. Papa, ich hab Feier gesehen, aber der Film war so lustig. Gehen wir da nochmal rein. Aber ist nicht, das klappt nicht. Ja, ich möchte keine Filmanalyse. Warum, wieso, weswegen? Ja, du willst das nicht, aber nee, die wollen das. Weil das langweilig ist. Ja, die wollen das aber. Ja, dann können sie das ja für sich aus machen. Ja, machen die aber nicht, weil die nicht wollen, dass wir das machen. Ach so. So, wir wollen lustig sein, wollen die aber nicht. Die wollen nicht, dass wir lustig sind. Die Trolls schreiben jetzt gerade wieder. Okay. Ist so. Und die Tippmäuse erst recht. Das heißt also, wir beide haben wieder eine Woche Hausarbeit. So ungefähr. Okay. Ja, die kerkern uns wieder ein. Ne? Wir haben auch keinen Plan. Ne? Mhm. Nein, nur wir haben Plan. Wir sind die Trolls, wir sind die Tippmäuse, wir haben Plan. Punkt. Okay. Und wenn du in eine andere Gruppe gehst, da ist ja ein Admin, und der dir sagt, dass du nicht sprechen darfst, dann darfst du nicht sprechen. Obwohl du ja gar nicht sprichst, du tippst ja nur. Ja, stimmt. Also ich müsste schreiben, wenn er artig ist, ihr dürft hier nicht tippen. Ihr dürft keine Buchstaben aneinander rein, die irgendwie folgeschwer auf den Film rückwirkend münzen könnten. Also wenn wir rein rechtlich sprechen würden, müssen wir auch rein rechtlich sagen, dass wir tippen. Wir sprechen ja nicht. In einer Sendung, so wie hier, sprechen wir ja. So, wir sind durch YouTube rein. Wir sind durch Google rein. Und dann haben wir uns alles angeguckt. Und dann, stopp mal, da kommt mal, warum spricht der so, wenn der auch so spricht? Ist doch komisch, ne? Wir beide haben es nicht abgesprochen. Wir machen hier locker vom Hocker, sprechen wir, sitzen ja auch locker hier, da liegt sowas von geil. Ja, echt, ich mache hier mal so eine super Sendung, die so geil ist. Ja, aber ist so. So, und die reden, und dann fiel mir auf, schau mal, warum reden die so? Und warum haben alle gleich? Weil
da klappt. Also so viel Geld hat man nicht. Also ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, um jetzt diese Sendung so teuer zu gestalten. Okay, ich mache jetzt haben wir in der letzten Sendung auch gemacht. Eine Verkaufssendung, ja, 3 für 4. Ne? Ihr zahlt 4, aber kriegt nur 3. Das wäre ja auch mal so ein Gag. Weißt du, ich verkaufe 3 Figuren, aber sie müssen für 4 bezahlen. Anstatt, ne, kennst du das ja, kauft 3 Figuren, bezahlt 2. Kennen wir alle. So, wie gesagt, liegt nicht nur an unserem Alter, liegt nicht an unserem Studiengang und alles. Das liegt einfach nur daran, dass wir noch normale Menschen sind. Vollkommen normal. Also ich jedenfalls. Ich bin vollkommen normal. Und wo sitzt denn unnormal? Habt ihr was gesagt? Siehst du, so merkst du, ja, schon geht so. So entstehen Gerüchte. Ja, so entstehen Gerüchte. Ich sitze hier mit den Laien rum und schon habe ich einen in die Fresse rum. Ja, ist so. Weil ich Laien gesagt habe. Ich habe nicht Laien gesagt, sondern Laien. Es sind Laien. Ja? Laientheater. Ich habe so viel mit Laientheater zu tun. Theater Courage, der andere hier, es muss so wunderbar sein. Da habe ich gesagt, ey, lass das hier, lass die Sendung, zeige ich dir gleich. Das ist eine Bühnenshow, okay. Machen junge Leute. Die haben das hier, es gibt viele Sprungbrett-Theater, das macht so viel Spaß, das sind aber Laien. Das sind Laien, das sind keine Profis. So, ich kann doch nicht, es kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt vor der Kamera hinsetze und haarklein spreche. Es waren bei mir zu Besuch. Boah, verstehst du? Jeden auflisten. Jeden auflisten. Und was weiß ich nicht alles. Das kannst du nicht sein. Dass wir angegriffen werden, das ist normal. Das gehört zum Leben dazu. Aber ich weiß doch auch, nein, manchmal weiß ich auch gar nicht. Ich habe ja jetzt versucht, zwischen 10 und 17 Uhr kommt den Admin besuchen, ist in der Hose gegangen. Das wird gelöscht, das bringt nichts. Ne? Da klaut man mir höchstens mein Handy dabei. So was passiert dann. Oder andere schmutzige Sachen. Ist so. Also die Leute, also erstmal kommen die Bösen. Ja, erst kommen die Bösen. Die Guten vielleicht, die trauen sich so langsam raus, ganz, ganz vorsichtig. Er hat ja recht. Weißt du? Dann kommt, er hat ja recht. Ja, natürlich habe ich recht. Das will ich ja nicht sagen. Ja? Aber wie soll ich Star Wars lieben weiter, wenn mir das verboten wird, das Lieben von Star Wars? Ja, ist so. Der eine, ich muss die und die Figur haben. Sonst gehöre ich nicht zum Kanon. Punkt. Dann frage ich ihn, was meinst du mit Kanon? Welchen Kanon denn? Ja, den amtlichen. Ja, welchen amtlichen? Ja, so. Dann gucke ich nach, wer ist denn erstmal Kathleen Kennedy? So, die Kathleen Kennedy ist eine Wahnsinnsfrau, die schon viele Sachen auch mit Jurassic Park zu tun hatte. Indiana Jones. Und ich glaube, bei E.T. war sie, glaube ich, auch dabei. Ne, das gehört ja zu Alpha Cool. Ja, keine Ahnung. Irgendwo. Da ist Steven Spielberg. Ja, ich weiß, aber die hatte über. Ist egal, kann es halt nicht eng nehmen. Das ist hier locker vom Mocker. Wir beide sprechen vor laufender Kamera und wenn ich einen Fehler mache, mache ich einen Fehler. So, ich entschuldige mich jeglichen Fehler, den ich vielleicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft gemacht haben sollte. Hiermit habe ich mich entschuldigt. Punkt. Hammer, ne? Aber so musst du demnächst sprechen. Ja, ist so, wenn ihr alle nicht mit. Ja, merkst du denn, du gehst doch auch durchs Netz. Ja, siehst du das doch auch oder nicht? Wie oft hat man dir gesagt, Spoiler, nimm mich voll oder du hast mich gespoilert? Ja. Ja, ist halt, die Hausfrau ist auch. Das ist, ja. Ist glaube ich, mein Handy. Ist das dein Klingelton? Jo. Alter, geht du doch mal. Ja. Warum renne ich denn weg? Ach, das gehört dazu. Das ist locker vom Hocker Star Wars. Ich dachte, meine Fakultät, ne? Locker vom Hocker machen wir Star Wars. Und wollen Spaß haben. Wir wollen Spaß haben, lockere Sendung machen, aber ich lade keinen mehr ein, das bringt nichts. Ich werde auch nicht mehr Ja sagen, das bringt auch nichts, weil er nur Ärger bringt. Weil ich einfach nicht weiß, welche Absicht dahinter steckt. Und die anderen Sachen, die jeden Tag gemacht werden, ist klar. Die werden bezahlt, die kosten Geld. Und ja, aber jetzt unterbreche ich erstmal, weil muss sein, wir unterbrechen jetzt. Wir machen gleich weiter. Locker vom Hocker Star Wars. Puh, da sind wir gerade abgehauen, weil die Telefone gingen. Ist klar, aber meine Telefone waren momentan nicht, weil die Damen sind beschäftigt. Bei dir war das, glaube ich, dein Cousin. Ist egal. Ne? So, wir wollen die Sendung entwickeln. Locker vom Hocker soll die werden. Ich werde mir sicherlich was ausdenken, wie das hier, oder er denkt sich das auch aus, das wird dann auch gemacht, ist okay. Wie es dann ausschauen soll. Ich möchte auch bitte sagen, wir bemühen uns wirklich, weil das ist Sauarbeit.
Das muss nachher auch alles wieder weggerückt werden. Und ja, klar. Also wie gesagt, wir wollen den sogenannten Fanservice bringen. Fanservice. Den müssen wir natürlich entwickeln, wie wir uns den vorstellen. Also wir werden entwickeln den Fanservice. Wir müssen uns natürlich leider den Hatern stellen. Ist halt so. Die, ja, ne? Die nehmen uns gerade nämlich auseinander, die Trolls. Die Trolls nehmen die Tippmäuse. Und halt. Ey, ich mag euch. Ich finde es ja gut, dass ihr euch da beschäftigt. Ich finde es ja toll, dass ihr uns auseinandernehmt. Ich finde es ja toll. Ist halt so. Die Lovers auch. Ich finde euch auch toll. Ihr sollt uns aber nicht lieben. Ihr sollt nur die Sendung mögen. Nicht die Typen hier, die sitzen und schwitzen, um euch zu belustigen. Aber egal, wenn ihr uns personifiziert, das ist schade, weil wenn hier mal einer ausgetauscht würde, wäre die Sendung platt. Aber ist halt klar. Also ist halt meine Sendung, seine Sendung, unsere Sendung. Und wenn ich oder er ausgetauscht, ist dann nicht mehr seine, meine, unsere Sendung, sondern eine andere Sendung. So ist das. Ganz einfach. So, jetzt habe ich die beiden Herren hier. Ja, Ganan Jarus und Ezra Bradford. Ich suche immer noch. Wirklich, so immer noch den Teil 4, ich möchte ihn gerne haben, auf DVD, Blu-ray etc. Das Problem für mich ist, beruflich und Hobby jetzt hier zu einer neuen Sendung, ich hoffe, ihr mögt die Sendung, also ich arbeite jetzt dran und er arbeitet auch dran. Wir denken uns jetzt tagtäglich was aus, um tolle Sendungen zu machen. Wir schauen auch mal, wann wir auf Sendung gehen, wie oft wir auf Sendung gehen. Ja, ob wir euch auf die Nerven gehen können. Ne? Und ihr geht natürlich, weil, hallo, die gehen uns ja jeden Tag auf die Nerven. Jeden Tag so ein Anschiss. Jeden Tag muss ich einen Anschiss abholen, nur weil ich der Admin bin. Ne? Aber wir sind auch über Vorschläge. Nee, gar nichts, ihr habt nichts vorzuschlagen. Nein, ist nicht aus. Nein, gar nichts, dann ist vorbei. Okay. Da bin ich jetzt knallhart. Knallhart. Also, die haben ihre Chance gehabt, alle. Alle haben ihre Chance gehabt, es bringt nichts. Du und ich müssen die Sendung machen. Du und ich müssen die Sendung verantworten. Du und ich machen eine Show und kein anderer. Das ist nämlich der große Fehler. Das war der große Fehler, zuzulassen, dass die Community von 10 bis 17 Uhr erscheinen kann, sich da hinsetzen kann vor laufender Kamera. Oder halt ohne Kamera dahinter. Dann wird ein Handy geklaut oder man wird angeschissen, man hat ja irgendwie jemand beleidigt oder er fühlt sich. Komm, ist nicht mehr. Ihr habt ausgespielt, Peng aus, Mickey Maus. Vorbei. Wir machen eine Sendung, locker vom Hocker, Star Wars und egal was. Problem ist halt nur, wir möchten eins klarstellen, wenn wir eine tolle Sendung machen, eine richtig tolle Sendung, hier sind tolle Klamotten, haben wir auch richtig, also ja nicht, habe ich auch so richtig geblutet. So, bei der letzten Sendung habe ich 28 Tüten besorgt, den Falken, von D. Augustini, habe... An sich wollte ich es bezahlen. Er sagte, nee, komm, tauschen wir. Habe ich also getauscht. Er hat dann den R2D2 geschenkt bekommen, voll elektronisch etc. pp. Ob der wertvoll ist oder nicht, ist mir in dem Moment total egal. Er wollte den haben, weil er eine Überraschung haben wollte für seinen Sohn. Habe ich gemacht, hat er bekommen. Hat seinen Sohn hoffentlich überrascht. Und wenn auch nicht, ist auch egal. Ich habe nämlich sehr viele Wiederverkäufer hier, die Sachen kaufen, denen ich dann irgendwie günstiger geben muss. Jeder will ja leben. Und die verkaufen das dann weiter. Und wenn ich diese Figuren zurückkaufen möchte, weil ich denke, ich würde die gerne in der Sendung wieder zeigen wollen, da werde ich dann blind, weil das dann sehr teuer ist. Und A. Nee, A werde ich nicht, aber egal. aber nein, ich tue es ja gerne. Ich möchte eine Sendung machen. Irgendwie, das fand ich so stark, Freude schenken. Das heißt, so einfach ist das nicht mehr, Freude schenken. Ehrlich, du kannst also, einem Menschen Freude schenken. Oder eine Sendung mache, wo Freude rüberkommt, wo man sieht, dass der Lust hat, dass der wirklich Spaß daran hat, dass er nicht gekauft ist. Ich bin jetzt nicht Thomas Gottschalk, der für tolles Geld hier eingekauft worden ist, um euch zu belustigen. Aber ich habe da gelernt. Ja, die Supernasen und so. Ich hätte, wie gesagt, etliche hier, die ihre Sachen gemacht haben. Also Superstars hier, die hier bedient werden. Das sind auch normale Menschen. Für mich sind das ganz normale Menschen. Jeder Superstar, egal wer das ist, ob der DJ Valdez ist aus Malaysia, einer der reichsten Menschen da, das ist mir sowas von egal. Ich versuche mein Bestes, wenn er mich fragt, weil durch das Netz passiert das schon mal, dass sie plötzlich hier sind, weil sie mich irgendwo gesehen haben, da rumblödeln da. Oder das ernst nehmen, was da gesagt worden ist.
Und dann hast du plötzlich da einen stehen. Einen waschechten Star und der will bedient werden. Also ist nicht einfach. Ist halt so. Mir macht Spaß. Mir macht Star Wars Spaß. Ich bin es ja nun mal nicht. So, ich werde nicht gesponsert. Disney sagt null, Peng. Richtig. Diese gewisse Firma sagt auch, Peng, ist nicht. Wie sollen wir beide jetzt gegen 1000 Kanäle, also YouTube ist voll von denen. Ja, in Englisch, in Französisch, ach, alles. Das ist ja Wahnsinns, boah, ist eine Riesenblase. An sich besteht YouTube ja nur aus diesen Firmen, ist so. Und dann noch hier die Deutschen, Funk, ZDF, ARD. Wie sollen wir dagegen ankommen? Versuchen wir. Ja, sicher versuchen wir. Nein, okay. Das Problem ist halt, wir sind ja wildfremde Menschen. So, aber ihr seid ja auch wildfremde Menschen. Wieso kann es nicht sein, wenn ich jetzt sage, komm, wir machen einen Club auf oder so. Keine Chance, kriegst du nicht. Kommt keiner. Aber ich soll in einen Club. Mich rufen sie dann an. Ich kann bisschen, ja, ist so. Wie teuer ist der? Ja, jeden Monat 10 Euro. Muss aber nicht unbedingt vorbeikommen, sponsor uns einfach. Ja, ist so. Oder kannst du uns unsere, kannst du mal Kameras leihen oder so? Kannst du mal, ich hatte mal den WDR, der, nie wieder. Die haben hier grüne Wände gekriegt und alles. Da musst du mir, ach komm, vergiss es. Das ist schon hart, ist schon hart. Oder ZDF dreht hier, muss das hier aussparen, weil der neue Vermieter das nicht will, zum Beispiel. Ja. Wie gesagt, Filmpool wollte hier drehen, soll ich draußen dürft ihr nicht drehen. Schade. Komparsen, wie gesagt, kosten heilen Geld, auch hier. Und hat auch Spaß gemacht. Also hier ist schon so vieles gemacht worden. So, jetzt ist dieses Studio für uns, das kleine, das große ist gerade belegt. Da hatte ich ihn höflich gefragt, muss ich mal gucken. Und dann machen wir das, dann haben wir ein Wahnsinnsstudio, riesengroßes Studio, dann können wir rumblödeln, richtig rumblödeln. Also okay, mit den richtigen Fetten haben wir hier rumgeblödelt. Ich kann es ja mal bei Dailymotion, müssen wir uralte Sachen rumfitschen. Ich habe leider vieles gelöscht. Aber Star Wars soll Spaß machen, oder hätte uns Spaß machen können. Aber wenn du so liest, was die da reinhauen, dann ist da nicht mein Solo oder dieses und der Schnitt oder der Eile, oh, ich finde das so toll. Wovon redet der? Von Schnittfehlern? Ich habe keinen gesehen, ich bin vom Fach. Aber egal. So im ersten Teil, beziehungsweise also 4 war ja dann für uns, okay, muss auch aufpassen. Krieg der Sterne war Teil 4 hier in Deutschland, in Amerika war das Star Wars. Also ich habe halt, nein, nicht so. Die Trolls, du weißt schon gar nicht mehr, wie du sprechen sollst. Ja, weil du musst ja aufpassen, wie du was formulierst. Ja, ich mache doch bei extra, sonst ärgern die sich ja nicht. Ich will ja nicht, oh yeah. Ja, bringt ja nichts, ich will doch Spaß haben. Spaß haben, ich will euch nicht ärgern. Okay, dann muss ich jetzt aus Sicherheitsgründen auch, ich muss immer einblenden, weil Satire, britische Satire, boah, dann wird Satire auseinandergenommen. Also es könnte sein, dass wir jetzt nicht mehr die normalen Menschen haben, sondern den übergebildeten Menschen. Also. Ja, übergebildet ist der, der weiß, wie man schreibt. Wie man Phonetik, Grammatik, wie man das alles nicht nuscheln, klar. Weißt du, die, so die Typen, die sich richtig ausbilden. Meine Kleine will ja auch Schauspielerin werden, die spart jetzt 6.800 Euro, weil so teuer ist das. Ist, also, sobald du da angehst, musst du sofort bezahlen. 6.800 Euro. Und will dann Schauspielerin werden. Da habe ich gesagt, die nehmen das Geld, aber die machen richtig frisch da. Glaub mir dann. Ne? Die bilden dich da nicht aus, aber du gehst weinend raus. Weil irgend so ein Ekelpaket vom Regisseur dich da fertig macht. Aber das ist die, ja, ich habe hier viele Kunden, die wollen YouTuber werden. Ich gucke an, was willst du werden, YouTuber? Seit wann ist YouTube ein Beruf? Aber egal. Oder ich bin falsch, kann sein. Ist YouTube ein Beruf? Wusste ich nicht. Ein YouTuber. Ja, sie möchte YouTuber werden. Ist so. Eine Zeit lang konntest du mit YouTube Geld machen, haben viele so Hamster genommen, haben sie sich, ne, oder haben mit Star Wars Püppchen gespielt, haben alle drauf geguckt, haben ein bisschen reich gewonnen. Nur mal eben 1500 bis 3.500 war im Monat da, bis dann der Fiskus gemerkt hat, hier schnippt aber nicht. Ja, aber ja. Also ich muss nachweisen, dass ich mit dieser Sendung Geld verdienen kann oder will, dann nimmt YouTube mich auf, sonst geht es nicht mehr. Das sind die neuen Richtlinien. Ne? Dank ARD, ZDF und wie gesagt gewissen Firmen, denen mittlerweile da mehr Rechte zugeschoben werden als ob. Woran erkenne ich das? Ganz einfach, ich schaue mir einfach mal stundenlang das an und versuche es mit Augen zu sehen. Stopp mal, das stimmt aber nicht. Der sprach in der Show. Wieso spricht er dasselbe in der Show? Also der andere. Also irgendwas stimmt nicht. Yeah. Manche geben es ja auch zu.
Einer hat gesagt, das Studio hatten vorher die und die. Aber, Live-Sendung. Aber die haben zum ersten Mal nichts strubbelig gemacht, weil die anderen, die davor waren, hatten hier alles strubbelig gemacht. Und da wurde ich hellhörig. Stopp mal. Ein Studio, drei Firmen und nachher stelle ich fest, es ist eine Firma, eine große Firma mit ganz kleinen Sachen. GameStar, Filmpool, Majo, ach wie die alle plötzlich heißen da. Ja? Soll ich stopp mal. So, hier ist mein Studio, unser Studio, was wir demnächst bepflastern, Spaß machen und so weiter. Wir lieben Star Wars, da geht kein Weg dran vorbei. So, und dann lassen wir uns auch gar nicht kaputt machen. Niemals. Es gibt für mich nichts anderes. Da steht Star Wars drauf, da. Also ist Star Wars drin. Richtig. So sehe ich das. Mich interessiert da unten Hasbro, Disney nicht. Mich interessiert, hier steht Star Wars und da ist Star Wars drin. Dass ich jetzt Hasbro und Disney reich gemacht habe, ja, wenn die mir das doch anbieten, kann ich auch nicht. Kellogg's muss ich auch essen. Ja. Und wieder Jusha Express und irgendeine Filmmilch, keine Ahnung. Da. Ja, da gucke ich auch nicht. Aber yo, du, ich habe gerade eingekauft, du hast gerade Cola getrunken, weil du hast Cola, ich habe gerade Cola reich gemacht, damit du was zu trinken hast. Ey, so soll ich demnächst leben? Also spinn ich oder was? Wenn man, nein, wenn du Cola magst, dann trinkst du Cola Feierabend. Ob das irgendeine Firma da bekommt, weil die Firma aufgekauft hat. Ich hatte heute wunderbare Gespräche, da ist einer, der hat sich wirklich ausbilden lassen, bis zum geht nicht mehr im Bankwesen. Ja. Oder Bankwesen macht jetzt tolle Ausbildung, bis zum geht nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Im Management. Frauen haben sowieso, ne? Ein Ackermann kommt da vorbei, ne? Und haut sich die Taschen voll und so. Mittelhof macht die Gaststadt kaputt und so Scherze. Was hat das alles mit Star Wars zu tun? Weil das eine lockere Sendung ist, versteht ihr? Die hören doch alle dazu. Gaststadt hat doch tonnenweise Star Wars eingekauft, damit ihr das kauft. Ja, Lego ist auch nicht blöd gewesen. Lego, ne? Lego ist, wenn ich ehrlich bin, ist Lego Star Wars. Ja. Wenn du ehrlich bist, wer alles Star Wars kauft und dann, ich hab den Falken. Weißt du, wie der Falken ist bei Lego, ne? Alles klar? Und der kleine Lego-Mann, der da bei YouTube ist und dann erklärt, wieso, weshalb, ne, so diese Blase entsteht, weil gar nicht so viele Falken gibt bei Lego. Ja, all solche Sachen, ja. Aber sowas Raffiniertes, ja, aufdecken Fehler. Ich kenne keine Fehler, weil das sind Profis. Also ich will, wie heißt der, Rob Howard, der es gedreht hat? Ron Howard. Hallo, der hat Oscars ohne Ende, das ist für mich Regie, also der Junge hat was drauf, umdrein bildet der auch noch aus, aber egal. Also, ich, weißt du, haut mir da irgendeiner rein, hast du den Fehler, welche Fehler denn? Wie er dann mit dem Auto hängen geblieben ist, natürlich war das ein Fahrfehler, das war klar. Oh, was für einer. Ach, herrlich, er brittert da rein und bleibt da kleben, ey. Nichts ging mehr, ach, herrlich, aber, ach, herrlich. Und dann ist mir auch aufgefallen, da wird so suggeriert, weißt du, damit du kaufst, damit du, ja, will ich auch haben. Ne? Ich muss ja aufpassen, was ich hier für die Sendung alles einkaufe. Ich hätte ja jetzt die für 39,95, hätte das vorher gekostet, mittlerweile kostet nur 14,95. Die Würfel an der Kette. Ja. So hätte ich jetzt hier rumspielen können. Und so, ich meine, das ist viel Geld, was wir hier ausgeben. Auch die Wände hier und alles. Das kostet alles, was hier steht, richtig, richtig Geld. Auch die Kamera und so. Und man will irgendwas machen, weil man Spaß dran hat. So. Wir könnten natürlich jetzt auch so eine Star Wars, so eine Art Star Wars Club machen, wo jeder, das klappt alles heutzutage nicht mehr. Früher gab es Filmfreunde, die haben sich getroffen, die haben 3 Minuten Clips gemacht, haben 20 Minuten Clips gemacht und dann wurde darüber gesprochen, dann bekam es eine Urkunde oder bekam es einen Pokal sogar, wurde es geehrt, da kam sogar der WDR vorbei, hat dann darüber gesprochen, was du da einen tollen 3 Minuten Film gemacht hast oder was für einen tollen 20 Minuten Film du gemacht hast. Das geht alles kaputt. Wirklich, es geht alles kaputt. Filmclub kriegst du nicht mehr hin. Ja, kriegst du nicht mehr hin. Es kann ja nicht sein, dass du jetzt 80, 90 werden musst, um einen Club hinzukriegen, damit du dich freust, irgendwo deinen Rollator parken zu können. Ja, das ist traurig. Ja, ich kriege das jeden Tag mit. Vereine sterben. Ja, noch haben wir Glück. Der andere ist schon gestorben, der Verein. Da singt jetzt nur einer. Der allerbeste war
Ja, leider sind wir der Durchschnitt 80 Jahre. Da muss ich schon schmunzeln. Nein, du kriegst diese Jugend. Diese Jugend kriegst du nicht mehr dazu. Man will mit so alten Männern wie uns nicht mehr. Wir sind alt. Bitte nicht böse sein. Ich habe recherchiert, deswegen spreche ich das. Alles, was ich sage, habe ich gelesen. Das ist alles aus eurer Welt. Ihr, die jetzt zuschauen, dürft zum ersten Mal uns fertig machen. Das macht ihr natürlich auch mit Herzenlust sogar. Ja, ich meine nur, so das gab es früher nicht. Du hast Fernsehen geguckt, aber du konntest dich zwar ärgern, aber nur für dich. Das ist richtig. So, aber heute kannst du ja die ärgern, ob Maischberger ist oder hart oder fair, verstehst du? Sogar der arme, ich kenne die Leute nicht, aber ist egal, Gauland heißt der, glaube ich, AfD, da wird jetzt gesagt, jetzt ist ihm beim Baden irgendwas gestohlen, wenn in Frankfurt wurde er zur Sau gemacht. Ich meine, wir haben End und die sind auch stolz drauf, dass sie gemacht haben. Du glaubst gar nicht, wie stolz sie drauf sind, mich fertig zu machen, den Admin. Oh, den Admin, der ist so am Arsch und so. Ne? Ja, aber wenn das die neue Kultur ist, dann nehme ich die gerne an. Ich finde das stark. Ne? Oh, du hast wieder ein gutes Traum, aber das Hemd saß nicht richtig scheiße, aber auch. Hättest du mal vorher sagen können. Ja, ich finde, du verstehst, was ich meine. Ja, wenn das ja eine neue, ich meine, Star Wars verändert sich, alles verändert sich. Da draußen schreien alle, der war nix. Der andere sagt, das stimmt doch gar nicht, der war wohl was. Du sagst es, ich sag es, der hat uns sowas von Spaß gemacht. Ja, das ist halt so. Ja? Okay, wie gesagt, wir machen die Sendung. Haters, Lovers, Fanservice, Star Wars, juhu, locker vom Hocker, aber Star Wars locker vom Hocker. Ganz fluffig. Vielleicht bauen wir da Teil noch nach, aber nur virtuell. Dann sitzen wir down im Falken. Na? Aber siehst du ja, der arme Schui, den können wir jetzt nicht hier, weil der schreit ja nur. Ihr könnt ja nicht Schui ja nicht, ne? Muki ja nicht und so weiter. Und das finde ich so stark wiederum bei diesen Fanboys in diesem Film, dass sie wirklich alles wussten. Wo was lag, ja, wie der eine da zusammengetrimmt wurde, da, weil er ja so pädophil war, das wusste der arme Kerl ja nicht, der wurde ja reingelegt. Ne? So, also ich meine, das waren wirklich alle Stars. Ja? Auch die Klo-Szene, wie der eine rausgeht, das waren auch Stars, die beiden. Und waren halt noch ein bisschen älter alle, aber es waren alle Stars. So, und dieser Film hat mir wirklich gut gefallen, dass er, wie gesagt, 2009 gedreht wurde. Aber der Film war 1998. So, wenn ich jetzt einen Film drehe über Woodstock 1966, dann habe ich ihn zwar im Jahr 2018 gedreht, aber ich habe alles zurückgeholt in Schweins Kleinsarbeit, um Woodstock wieder in Szene zu setzen. Gut, Jimi Hendrix käme aus der Retorte, weil diese gibt es ja alle nicht mehr. Ne? Und sind ja alle irgendwie drauf gegangen. Aber das war noch Popkultur. Und so ist es auch Star Wars. Star Wars ist Popkultur. Star Wars ist Kultur. Kulturtischchen. Da sind wir ja beim Kern des Themas. An sich ist Star Wars alles. Deichmann-Schuhe, Chibo, sag ich jetzt mal. An sich ist es nur Geld. Ich meine, sagen wir mal so. Die berühmten. Nein, die berühmten 14 Seiten. Wo Anakin nur mit I geschrieben wurde, 1970, von George Lucas. Damit on Tour gegangen ist und dadurch alles so. Und um Geld zu verdienen, mussten die Schauspieler drauf, ne, und so weiter. Und es wurde ja auch gesagt, auch die waren ja verdingt, die mussten das machen, ob sie Lust hatten oder nicht. Das war halt so. Irgendwie waren die Verträge so Knebelverträge. Und deswegen ist Ford als Superstar nicht so, ne, ist halt so. Weil ich kenne ja die Wahrheit. Die Wahrheit ist, das ist ein Job, das ist ein Beruf. Ja. So, das ist was anderes. So, wir beide wollen jetzt dem Zuschauer nichts verkaufen. Wir wollen einfach mal locker sein. Das sind zwei Typen, die Star Wars mögen. Und so wollen wir rüberkommen. Und wie wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht. Das ist jetzt hier, das ist jetzt wirklich die wahre Sendung. Die anderen sind alle gestoppt. Hat nicht sein sollen. Es bringt nichts. Es bringt nichts, Community einzuladen. Weil leider immer die erstmal kommen, die Bude leer räumen. Ja, da denkt man ja auch nicht dran. Man denkt, da kommt ein Fan. Nee, da kommt ein Fan. Nee, da kommt einer, der kauft dann ein, ohne zu bezahlen. Ja, so was gibt es auch. Ja, die kommt zuerst. Deswegen stehen ja die ganzen Bodyguards jetzt hier da rum und passen da auf, dass hier nichts und so. Das ist nicht mehr normal. An sich wollte ich locker vom Hocker, aber geht nicht mehr. Ist vorbei. Ja, ist halt so. Überall sind Kameras, die zuschauen, auch nachts. Und sieht auch lustig aus, wenn die diese komischen Augen da haben. Ne? Ist ja Infrarot. Ja, so sieht die Welt aus. Also, wenn du was machst,
Ich spiele ja immer mehr. Die habe ich auch mal wiedergefunden. In der letzten Sendung habe ich sie gesucht. Ich habe sie auch wiedergefunden. Ja. Die Original-Wunderbrille, wo ich mitarbeiten kann. Nee, und ich habe also Lust dazu. Ich bin der Urvater, mir habe ich es ausgedacht. Ich habe ihn höflich gefragt. Er gehört jetzt dazu, er hat ja gesagt. Und das ist jetzt seine Sendung und meine Sendung. Das ist jetzt unsere Sendung. Warum macht er was? Warum mache ich was? Jetzt im Moment mache ich was, weil ich kein Skript geschrieben habe. Sei mir nicht böse. Ich bin alles gut. Ja, alles wird gut. Improve. Wir haben improvisiert. Ja. Wir werden nicht von Funk bezahlt, ARD, ZDF. Ja. Wir werden nicht von dieser Spezialfirma bezahlt. Wir werden auch nicht von Disney bezahlt. Wir müssen alles selber machen. Unsere Gruppe steht noch nicht vor der Tür. Nein. Und wenn sie da stehen, die stehen niemals vor der Tür. Und wenn, das sind dann nur Kunden, die sagen, bist du bescheuert, was ist denn da wieder gemacht? Ja, aber nein, meine Kunden wissen nicht, was das ist. Sendung machen. Die wissen das nicht. Ja. Ich sage, ja, ich arbeite. Ja, wann hast du mal frei? Ja, wenn ich Lust habe. Ja, mir macht das so viel Spaß. Mir macht mein Job Spaß, mir machen meine Kunden Spaß. Wie gesagt, okay, erstmal kommen die Bösen, ist leider so. Dann macht das keinen Spaß. Aber jetzt kommen ja auch Liebe. Es kommen auch Nette. Und es kommen ja auch viele, die plötzlich merken, da dieses, wie heißt das, DSVGO da, ne, dieses komische neue Gesetz da. Ja, die armen Kerle, die wirklich jeden Tag, da muss, aber das tut mir echt leid, wie viele paar hundert Kopien ich da machen muss, weil die müssen jeden das hinlegen, nichts darf offen liegen, das nicht. Ich hatte gerade eine Psychotherapie irgendwie da und so weiter. Die, hallo, es tut mir leid. Wenn es da, ja, irgendwann gehst du ins Kino. Ja. Ich muss ja erstmal 28 Seiten unterschreiben, dass du den Kinosessel besitzen darf oder drauf sitzen darfst, bevor, ja, wegen Datenschutz. Ne? Weil dein Arsch kann ja untersucht werden. Ne? DNA. Ja, ist ja. Hallo! Ich meine, einige Schauspielerinnen haben das schon gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr bei YouTube und so gesehen habt. Die haben sich ausgedacht. Ich meine, da gibt es auch andere Firmen, die das mittlerweile machen. Wie gesagt, wir improvisieren gerade, deswegen, ich sitze jetzt ja auch nicht vom Computer, deswegen kann ich jetzt hier auch nicht, ich muss aus meinem Gedächtnis, und die Zeit ist auch schon ein bisschen fortgeschritten, alles suchen. Postillion, jetzt habe ich ihn. Der Postillion, der schreibt ja auch immer so tolle Sachen, ja. Das ist ja auch so ein Sender da für Dummies, und er macht ja auch so Sendungen, ganz lustige. So, und wie gesagt, es sind aber fette Firmen, wie gesagt, die das machen, die können sich das leisten. So, ich möchte es jetzt leisten, aber nicht mehr so, wie ich es mir gedacht habe, ist in die Hose gegangen. Habe ich mir anders vorgestellt, ich habe niemanden angegriffen. Ja, ich mache es öffentlich, ich habe niemanden angegriffen, ich habe nur was gesagt. Laien, es waren sehr viele Laien hier. Aber einer fühlte sich so dermaßen angesprochen. Und deswegen lassen wir es sein, wird alles gestrichen, ist in Ordnung, weil streiten muss ich mich nicht. Weil die richtige Streitkultur, die richtige Kultur ist ja gar nicht mehr, die gibt es ja gar nicht mehr. Die bürgerliche Kultur, wo man sich wirklich unterhalten hat und so, gibt's nicht mehr. Also kriegst du eine voll in die Fresse. Ausgestorben. Ja. Ja, okay. Also wenn euch die gefallen sollte, die Locker von Hocker Star Wars Show mit Marco und Armin. Wir werden aber andere Namen kriegen, ich heiße Han Solo und du bist 3DPO. Ja? Also 3DPO, der Menschenkontakter da, Druidenkontakter. Und ich bin der Han Solo für Arme. Mal schauen. Ja, ich finde das so geil. Star Wars kann sein, wie ihr wollt, aber Star Wars zum Beispiel durch Rogue One ist 4 aufgewertet worden. Richtig. Durch Han Solo ist der Falke aufgewertet worden. Ich sehe den jetzt ganz anders. Diese du siehst ihn mit anderen Augen. Ich sehe ihn mit anderen Augen. Das Schiff. Nicht die neue Version. Die kannst du. Nein. Schön die alte Bratpfanne da. Das alte Ding, was überall anduft. Ja. Ey, Hammer, weil ich jetzt weiß, wer da drin ist. Naja. 3737. Und okay, das ist ja ein bisschen, ich meine, das war schon heavy da, so eine Maschine lieben da. Ich meine, die wiegen doch alle was. So ein Poku. Ich meine, ist klar, ich fand's toll. Also plötzlich hast du da eine Frau im drinnen, etc., pp., die Rolle spielt. Und dann ist klar, wenn ich wüsste, dass eine Frau drin ist, hätte ich der Teil auch geliebt, also bin ich ehrlich. Ja, ist klar, so schlecht ist das ja auch wieder. Ja. Aber egal. Aber so ein Droide da, ne, der da plötzlich geliebt wird und dann nimmt man den Kern raus, baut den ein und jetzt kommt nämlich wieder aufgewertet 4. Ich habe nämlich gestern mir das nämlich nochmal angeguckt, wie Han Solo dann sagte, nee, ich muss das erstmal programmieren, damit ich auch über, ne. So, ist doch klar, weil alles da drin steckt. Weil die ganzen Sternenkarten.
Ja, das ist nämlich, Han Solo hat das große Glück, ein Wahnsinnsgerät da drin zu haben, weil er überall hin kann. Und das Schöne daran ist, dass dieser Rechner auch noch eine spezielle Sache, also die Route auswählen. Hallo, jetzt sehe ich, ich sehe das alles ein bisschen anders, verstehst du? Ich guck mir, Krieg der Sterne, für die Nerds, das ist ganz gefährlich. Also ich gucke mir wieder Krieg der Sterne aus dem Jahr 1977, 90, je nachdem an, wann du drin warst, und erkenne jetzt, wenn Han Solo sagt, aha, er macht 3-7 an, hallo, ne? Hammer. Ganz anders, ganz anders. Ja, weil du das jetzt auch anders einordnen kannst. Nee, weil ich endlich weiß, wie die Filme sind. Ja. Ja? Ich meine, ja, das finde ich so toll. Ich nehme den jetzt nicht auseinander, ob er Geld eingespielt hat oder nicht. Also, so viele haben die damals auch nicht eingespielt. Ich hätte, aber uns hat er gefallen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich schon drauf, wenn er da ist. Und, ja, und wenn wir den hier dann, wie gesagt, in 3D gucken können. Das habe ich ja gesagt, das machen wir auch. So, wir gucken uns den dann in 3D an. Vielleicht vor laufender Kamera. Dann tue ich immer so einen Filter davor, damit ihr auch das 3D sehen könnt. Aber es gibt ja, okay. Es gibt immer einen dafür. Ein Pro und ein Contra. Die Sendung war auch nicht schlecht, Pro und Contra. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, ich gucke kein Fernsehen mehr. Oder einen Golden Schuss gibt es ja auch nicht mehr. Ne? In Luxemburg. Ne? Ja, aber ich meine, also es gibt welche, die hassen 3D, lieben 3D. Also, hab ich weggeschossen. Okay. Aber es ist immer so. Hassen, lieben, lieben, hassen, hassen. Das Problem an der Geschichte ist mir auch aufgefallen. Du musst dich wirklich für eine Gruppe interessieren, da gehst du rein. Muss ich unterwerfen. Ja, du kannst es aber auch nicht jedem recht machen. Aber wir wollen uns ja nicht unterwerfen. Nein, wir machen ja unser eigenes Ding. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Wir haben gesagt, wir treffen uns, aber nur noch wir beide, nicht mehr die gesamte Community. Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Wirklich nicht. Man kann sich nur mit Leuten, mit bezahlten Leuten unterhalten. Man kann also nur bezahlte Produktionen. Geht nicht anders. Weil anders geht's nicht. Das klappt nicht. Das ist halt so. Nur meine Freunde sind so teuer. Ich hätte ja jetzt mit einem ganz anderen hier sitzen können. Ja, mit einem ganz anderen Star. Aber hallo, einmal Anruf, 3000 Euro. Ich gebe ihm 3000 Euro, damit ihr haten könnt. Oder was weiß ich. Nee. Also da habe ich gesagt, komm, das bringt nichts. Ich habe alles versucht. Ich hatte einfach Lust, lass uns mal eine Sendung machen, wirklich. Und dann fragen auch andere oder andere haben gefragt. Also, ey, das ist klasse, ich will da, das passt, komm mal vorbei. Aber hat nie geklappt. Hat nie geklappt. Weil ich nie wusste, was sie wollten. Die wollen alles umsonst haben. Verstehst du? Und ich sollte denen dann alle geben. Also geht ja wohl schlecht. Nein, wirklich. Die kamen vorbei und dann wollten die 4K-Kamera. Ja, jetzt verstehe ich. Nein. Oder die wollten irgendwie auf Urlaub. Sollte die Kamera geben. Da wollten die singen. Ja, in Mallorca, da ist so eine Party da immer. Ich rede von Stars. Ja, so, und dann haben die da alles Mögliche gemacht und haben ja auch, da liegen nur einige Rohlinge hier rum. Ja, und jetzt darf es ja nicht verwerten. Ich glaube sogar, dass hier alles versucht wurde. Und hier alles gemacht wurde. Also, ja, ich habe dir einen Film mitgegeben, gucken dir an, der wurde in Hamburg gedreht. Okay. Auch von so einem Studenten. Einen anderen Film müsste ich raussuchen, da haben auch gute Schauspieler mitgemacht. Ja, aber. Wie gesagt, das Platz. Also, es ist halt so. Nein, ist halt so. Also, ich hoffe, die Sendung, keine Ahnung, wir driften ab, aber wir gehen jetzt zum Ende. Wir wollen eine lustige Sendung machen jetzt. Wir müssen alles wieder auf Anfang. Ihr dürft wieder bei 100% Begeisterung Star Wars, könnt ihr machen, was ihr wollt. Wirklich, macht, was ihr wollt. Ob damit, ist egal. Ich kenne alle Figuren, kann ich auch nicht kennen. Ich bin gestern angerufen worden, dass ein Sith Lord Geburtstag hat. Da muss ich schon schmunzeln. Ja, ja, irgendwann, ist egal. Okay. War ein Cis-Lord. Eine Fiktion. Kann auch Tarius gewesen sein. Ja, ein Cis-Lord. Muss ich gleich rausgucken. Nee, super. Ich meine, ich war am Stutzen. Das ist eine Fiktion. Aus irgendeinem Roman. Der hat Geburtstag. Was mache ich da? Ich meine, wenn du sagst, du hast Geburtstag, weiß ich, hallo. Aber wenn hier jetzt eine Fiktion sitzt, die ich gerade erschaffen habe, also eine Puppe. Und die Puppe wird gemocht, sowas passiert. Ja, also sagen wir mal Yoda. Ich hätte jetzt das Originalteil von Yoda hier, ferngesteuert und so weiter. Ja, also ist trotzdem eine Puppe.
Den verstehst du immer. Und der hat Geburtstag. Ja, super. Ja, das glaube ich, hat angerufen, soll meinen eigenen Geburtstag eine Charity-Veranstaltung ausmachen. Ja. Ich soll das alles sponsoren, bin aber nicht dabei. Nee, nee, das ist komisch. Ja, ja. Ja. Ja, die Welt ändert sich. So viel Geld, nein, so viel Geld kann ich gar nicht. Ich kann auch nicht so viel Geld in diese Show stecken, die ich jetzt hier vorhabe, aber ich versuche es. Ich versuche also, aber es klappt nicht. Das machen halt die anderen, das sind die Profis, schade. Also ich bräuchte, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, bräuchte ich gar nichts mehr machen, nur noch atmen. Ja, und dann zahlst du immer Luftsteuer. Ja, irgendwann zahle ich Luftsteuer, ist so. Nein, ich sei mal ehrlich. Wenn du Lust hast, irgendwas zu machen, musst du Geld mitbringen, ist so. Dann kommen alle. Wenn du sagst, nee, ja. Aber wenn du geschickt bist, wenn du irgendwie geschickt bist, die Leute, so, weißt du, so den Rattenfänger von Hameln, irgend so ein Typ, der schafft das. Der Rattenfänger von Hameln, der schafft das, der klaut dir 1 Euro für nichts. Und du gibst ihm den 1 Euro. Ja. Ja, aber tun darfst du nichts. Ja, super. Sagst du, was den Mund aufmachen, toll. Ja, das ist okay, ja. Das ist Star Wars, Imperial, weißt du, also ich hatte also heute Morgen diese Idee, haben wir jetzt umgesetzt, dass wir vielleicht so die Star Wars Bürger sind, dass wir gar nicht uns identifizieren mit den Sith, sondern wirklich, ich muss eine andere Figur nehmen, ich weiß nicht, ob das grün, sonst ist der Knall da durch, ob wir uns bei den Rebels da irgendwie, dass wir da so Bürger sind, so Star Wars Bürger, dass wir dann einmal hast du den schwarzen Typen da gesehen, das soll so ein Jedi sein oder so. Verstehst du mal? Dass wir so Bürger sind. Okay. Am besten wäre natürlich die von der Muppet Show, die alten Herren von oben. Ey, Mann, ey, schmatzen da, ey. Die haben richtig zu. Hast du Asthma oder was? Ja. Was da, so, an solche Dinger habe ich zwischendurch gedacht. Das war, ja, ich weiß nicht, ob euch das gefallen will. Weiß ich, wenn die beiden Herren da, Walter und Sumi, die habe ich auch leider verkauft. Ich weiß leider auch nicht mehr. Die Fliege nervt mich, die hier rumblüht. Manchmal ist sie hier oben, dann krabbelt das. Nee, weißt du, wenn wir die beiden alten Säcke sind, da weißt du, auf der Ohr, hey, du mal ruhig, hey, geh mal zum Zahnarzt, mal, du siehst aus, ey. Das wäre doch was. Ja, was rennst du denn immer da rum, ey, du Zottelbär? Ja, ich fand das auch stark. Ball, geh mal aus dem Weg, ey, Ball. BB8, Ball, geh mal aus dem Weg. Ach, herrlich, ne? Oder Chewie, wir sind zu Hause. Ist doch geil, sowas, ja? So, ich sehe Film, ich sehe nicht die Schauspieler, ich sehe nur die Fiktion. Ich sehe nicht die Verkörperung des Typen, weil ich auch hier, wenn ich arbeite, nicht den Typ sehe, sondern nur, ist alles in Ordnung. Weil es ein Neutrum, der abgelichtet wird, ist für mich ein Neutrum, ob Frau, Mann, weil das sind ja... Ist eine harte Arbeit, das in Szene zu setzen, das Licht zu setzen. Da muss ja stimmen. Der Kunde zahlt ja auch. So. Okay, so Wahnsinnsunternehmen wie Disney und so, wir bezahlen die ja. Und wenn wir nicht zufrieden sind, ist klar. Nur Disney ist an sich eine Firma gewesen, die uns vorgesetzt hat. Bambi, ne? Cinderella. Cinderella und so. So, da haben wir auch nicht nachgefragt, die haben auch nicht auseinandergenommen. Ja. Sondern, ja, ich meine nur. So, Star Wars geht nicht. Da kannst du nicht einfach reinklatschen. Komm, wir machen jetzt was da. So ein Kind mit Eimer, das geht nicht. Ja? Oder das Kind mit Eimer wird sauer, macht den anderen frisch. Ne? Und keiner weiß, warum der überhaupt da war. Ne? Ja. Ja, ist klar, da haben wir auch keinen Bock, den zu kaufen. Ja, die ja. Da haben wir auch schon ausgedacht, dass ich da irgendwie irgendwas Lustiges mache mit Sand und so. Mal so ein Diorama. Genau, Diorama. Und das dann in ein Schaufenster stelle. Ich finde das sowieso toll, wenn die Kinder hier reinkommen. Wenn ich so kleine Giveaways habe und die schmeißen dann weg, die wollen direkt Schuhe haben, die wollen direkt das teure haben, am teuersten, am liebsten, das soll ich ihnen schenken. Oh, dann drehen die am Rad. Oha. Deswegen muss ich mich total umdenken. Ja, ich muss total umdenken, das alles wegpacken und nur für die Sendung rausholen. Und dann zu Weihnachten, wenn die Sendung, sagen wir mal, vorbei ist, zu verkaufen. Hier kommen die mit und gut ist. Ja, irgendwie, also ich mal als Händler muss, also ich treibe ja keinen Handel in Star Wars. Wie gesagt, ich habe alles besorgt, das habe ich euch aber schon 30.000 Mal erklärt, wegen der 40-Jahr-Show, wie ich die 40 Jahre gemacht habe. Ich mache das jetzt schon seit 2012, den ganzen Quatsch hier.
Film, Theater und was weiß ich nicht alles. Und deswegen habe ich das gemacht. So, ich bin ja so stolz auf, dass der Rupert zum Beispiel die Sachen da draußen gemalt hat und mir zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Ja, auch die anderen. Ich meine, die Community vor Han Solo war noch in Ordnung. Und vor E8. Danach ist es explodiert durch E8 und Han Solo. Ja, ja, keine Ahnung. Und dann jetzt hier muss ich wieder eine neue Sendung machen. Weil die andere auch geplatzt ist, weil eine andere Vorstellung war oder ich gesagt habe, Laientheater oder Laien waren da und ich habe keinen Namen genannt. Du hast es selber gesehen, auch in der Spur 1816, die mir genannt wurde, sind wir ja vorhin hingefahren, hast du dazugehört, da ist niemand angesprochen, du bist nicht angesprochen worden, die andere Person ist nicht angesprochen worden, somit ist es trotzdem geplatzt und ja. Ja, für mich zählt jeder Tag, war eine tolle Sache. Ja. Definitiv. Ne? Ja, und das war jetzt auch toll. Wir schwitzen uns immer nur einen weg hier. Und deswegen, ja, jetzt wird langsam. Wir haben euch auch lang genug geärgert wieder. Nein, haben wir nicht. Will ich hoffen, nein. Habe ich geärgert diesmal? Ich habe auf niemanden rumgehackt. Nein. Nein, jede Sendung ist nämlich für sich zu sehen, aber das haben die Leute auch noch nicht verstanden. Eine Sendung machen, nicht als Firma, also Sendung machen, ohne dazuzugehören bei Funk mit den 50 Kanälen oder diese andere, die weit über 1000, ach, die haben richtig, also ist voll, gehört alles, geht mal richtig gucken, die sieht ja immer dasselbe, nur andere Leute. Ey, ist so. Ist aber die Amerikaner, so, das ist das. Und wenn du rechte Laien siehst, echte Laien, wir nicht, er ist auch kein Laien. nee, wir sind ehrlich, wir sind keine Laien. Ja, wir tun nur so, das sind wir ehrlich. Aber wenn du wirklich welche siehst, die von gar nichts Plan haben und sich dann vor die Kamera setzen, in Amerika und alles, und sich wirklich Mühe geben für die Sendung, ist hart. Es ist hart, ja, natürlich ist es hart. Ja, ich bemühe mich, ja, nee, ist nicht, ist okay. Macht's gut, Leute. Star Wars, locker vom Hocker. Ciao. Ja genau, verabschiede dich. Mach ich, ja.